So, meine Lieben, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, warte mal. Wir müssen jetzt hier links, rechts. Rechts, ja. Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einem neuen Video. Diesmal wieder mit der V-Strom unterwegs. Ja, nur Speed-Triple-Videos rauszuhauen, das ist natürlich auch auf Dauer langweilig. Heute mit der V-Strom und nächstes Wochenende ist auch schon das Treffen der motoflott.de-Community am Edersee. Da fahre ich auch mit der V-Strom hin und da wollte ich es auch ganz gerne vorher noch einmal gefahren haben, ob alles soweit in Ordnung ist. Heute bin ich hier mit dem Olli unterwegs, ein ganz netter und sympathischer Mann. Und er selbst fährt jetzt hier auf einer Suzuki GSX 650S, meine ich, die der auch schon in- und auswendig kennt. Er hatte gestern, hat er mir erzählt, neues Gabelöl reingepackt, also komplette Gabel ausgebaut. Er hat schon Austauschmotor selber gewechselt an der Maschine. Also er kennt sein Schätzchen wirklich in- und auswendig. Und da habe ich immer hohen Respekt vor solchen Leuten, die wirklich alles selber machen können und nicht für jede Kleinigkeit oder auch für jeden, ja, für jede größere Reparatur in die Werkstatt müssen. Können wir jetzt endlich, ja. Da kommt wieder einer. Ja, er ist ja letztens schon mit uns mitgefahren. Das Video wird wahrscheinlich auch schon draußen sein, wenn ich dieses hier öffentlich stelle. Oh, wo ist er? So weg. Da sind wir zur faulen Butter gefahren und da fahren wir heute auch hin. Wunderbar. Ah, das ist ein ganz anderes Fahren hier wieder mit der V-Strom. Alles so schön weich gefedert, so kommod. Aber natürlich habe ich hier wieder ja, relativ starke Windgeräusche. Ja, wie gesagt, so die Tour nach faule Butter fand da richtig klasse. Kannte er so noch nicht, da die Ecke. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, warum machen wir das heute nicht nochmal, wenn es so schön war? Er freut sich voll von seinem neuen Federgabelöl. Und er sagte, er hat damit ein ganz anderes Fahrverhalten. Viel, viel besser, taucht nicht mehr so stark ein, aber liegt trotzdem noch satt auf dem Boden. Fängt nicht irgendwie an zu springen oder so. Ja, heute quasi seine erste Testfahrt mit dem neuen Gabelöl. Ja, und für mich ist es wieder die erste Fahrt hier mit Frau Strom, wie gesagt, nach gut 5 Wochen. Ist auch eine kleine Umstellung für mich. V2, die Motorbremse ist ein bisschen stärker. Fährt insgesamt ein bisschen ruppiger wie mein Dreizylinder an der Triumph. Aber dafür Federweg und so weiter sehr komfortabel. Ich bin hier auch noch nie lang gefahren. Kommt keiner, kommt keiner. Ach, richtig schönes Wetter heute. Blitzeblank der Himmel hier, zumindest über uns. Da hinten sieht man schon die ersten Quellwolken. So, sind wir in Wickede-Ruhe, Kreis Soest. Ja, die Bauern haben hier richtig Angst, ihre ja, trockene Ernte zu ernten. Es gibt ja ein paar Felder hier mittlerweile in Deutschland, ja, die sind angefangen zu brennen, weil sie es gemäht haben. Dann kommt dann irgendwie ein paar Steinchen in diese ja, Mähmaschine rein. Das gibt dann Funken. Und bei diesem trockenen ja, Getreide oder was auch immer, was sie da jetzt ernten. Und auch bei diesem ganzen Staub, da sind dann so ein paar Funken, ja, die führen dann quasi zur Explosion. Oder besser gesagt dann zum Feuer. Und so sind dann schon einige Felder hier in Deutschland abgebrannt. In der letzten Woche oder in den letzten 2 Wochen, wo es so heiß war. Ist ja auch nicht mehr normal, ne? Wenn man jetzt mal überlegt, Leute, seit April
kann mich noch ganz gut an das Anlassen erinnern. Davor glaube ich auch schon die 2 Wochen. Seitdem haben wir ja eigentlich konstant schönes Wetter, kaum Regen, vielleicht mal 1-2 Tage Regen gehabt. Klar, auch mal das ein oder andere kleinere Gewitter, zumindest jetzt hier in diesem Umkreis. Aber sonst eigentlich nur Sonne, Sonne, Sonne. Schönes, trockenes Wetter, was natürlich für die Bauern ja nicht unbedingt optimal ist. Die Kinder freuen sich natürlich. Jetzt sind ja auch gerade die Ferien angefangen, die Sommerferien. Die freuen sich natürlich über schönes Wetter. Da können sie schön baden gehen. Ja, oder auch gerade so die Familien, die in Deutschland Urlaub machen. Die hoffen natürlich auch immer darauf, dass das Wetter sich hält, auch mal an den Strand gegangen werden kann. So, fahren wir jetzt hier links Richtung Neheim-Hüsten und Lübcke. Da ist echt eine Umstellung. Hier gerade so kupplungsmäßig und auch hier das Gas. Das hat etwas Spiel, also man dreht ein bisschen dran, da passiert erstmal gar nichts. Ist ja hier noch mit Salzzug betätigt, nicht Ride-by-Wire wie bei meiner neuen. Ah, ist das schönes Wetter heute, Leute. Und der Blinker ist auch an, der geht natürlich nicht selbstständig aus. Ja, man muss sich ganz schön umgewöhnen hier. Hier muss man noch vieles selber machen. Hat keinen Tempomaten, den hätte Suzuki übrigens mal der ganz neuen V-Strom spendieren können. Aber Tempomat, ich glaube, da ist auch die Voraussetzung, dass man dann Ride-by-Wire hat, und das hat sie ja nicht. Also ich glaube, die Basis fehlt, deswegen hat sie auch keine Fahrmodis, sondern nur einzelne Abstufungen bei der Traktionskontrolle, die man da einstellen kann. Heute geht es mal rechts Richtung, was steht da? Oehlinghauser Heide. Ja, schön. Er will geradeaus. Ey, du hast doch Vorfahrt. Oh Mann, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, hier brauche ich demnächst auch mal neue Reifen. Also hinten ist wirklich bald Feierabend. Ist das nicht herrlich, Leute, hier? Da braucht man doch gar nicht in Urlaub fahren. Ah, wir fahren jetzt mal anders. Wir fahren jetzt da durch den schönen kühlen Wald durch. Mit der V-Strom geht das ja, und mit seiner Susi wird das auch hinhauen. Wald ist gut, oder? Wald ist gut? Ja. Fahren wir Wald. Das ist auch schön hier, ne? Es kommt ja der wilden Wiese ungefähr nah. Oder gleich, besser gesagt. Kurven hier sogar teilweise noch viel, viel heftiger. Gut, man kann sie jetzt nicht so schnell nehmen wie auf der wilden Wiese. Was ist das denn hier vor uns? Eine Suzuki DR 800 Big, könnte sein, ne? Größter Einzylinder, größte serienmäßige Einzylinder, ne, das ist eine Honda. Eine Honda, was ist das, Transalp oder so müsste das sein. Ich habe schon gedacht, der Käfer kriegt die Kurve nicht, aber der will einfach nur die Mopedfahrer hier fahren lassen, damit er in Ruhe hier die Landschaft genießen kann mit seinen, was weiß ich, 34 PS.
NTV. So, dann werden wir jetzt hier Richtung Lennestadt fahren und Philentrop. Kommt keiner, wunderbar. Jetzt hier im Kreisverkehr einmal rumfahren und dann durch den Wald hoch. Und dann werdet ihr das auch alles schon wieder erkennen und werdet sagen, oh, das dauert dann nicht mehr lange und dann seid ihr ja schon bei der faulen Butter. Also ja, so, jetzt fahren wir hier Richtung Woisbad, Schönholthausen. Und dann machen wir mal wieder. Die Kamera läuft noch, wunderbar. So, jetzt fahre ich mal ein bisschen langsamer, weil wenn man das erste Mal hier lang fährt, dann glaubt man gar nicht, dass die Kurve hier 180 Grad rumgeht. Sieht man anfangs gar nicht. So, das war es auch schon, wie gesagt. Jetzt sind wir hier durch den Wald durch. Geradeaus Richtung faule Butter. Ja, meine Lieben, ich hoffe, wie gesagt, das Video hat euch gefallen. Seid beim nächsten Video bzw. bei der nächsten Fahrt wieder dabei. Würde mich freuen. In diesem Sinne, wir fahren jetzt hier, wie gesagt, in faule Butter rein, essen uns da eine Kleinigkeit und dann geht es gleich weiter. Bis demnächst, Leute. Haut rein. Ciao, ciao. Oh, ADAC. Kaputt. Doch, stellen wir einen schönen Schatten. Guck mal, ein Honda Helix, den hat er auch, der Olli, als Roller. When I'm with you, I am able to keep pushing my limits and all the trials.